herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Victoria 3 hier mit Schweden und vor allem hier mit unserem neuen, mit unseren neuen Hirsefeldern mit schwedischem Niederdelta, okay. Mir war jetzt nicht bewusst, dass die Schweden Kolonien hatten. Wahrscheinlich ja, aber war mir wie gesagt nicht bewusst. Okay. Das haben wir uns aus der Sicht noch gar nicht angeschaut. Jedenfalls ist es so, wir brauchen auch Kohleminen. Wir brauchen auch Kohleminen. Wir können hier bis zu 8 können wir machen. Weil es gibt eine neue Technik. Und zwar könnten wir... Wir könnten hier umstellen auf atmosphärische Dampfmaschine. Aber das ist ja ein Wahnsinn. Da bekommen wir natürlich dann sehr, sehr viel mehr Eisen. Aber wir haben viel, viel zu wenig Werkzeuge und viel zu wenig Kohle. Und brauchen natürlich hier auch einmal Kohle. Und da können wir nur ins Kane Kohleminen machen. Wohl wissen, dass es relativ wenig Leute gibt, die hier arbeitslos sind. Okay, da könnte man dann noch schauen, eventuell, aber jetzt ist es noch nicht so weit. Wir schauen natürlich in erster Linie hier mal rein, da wollen wir, die Gotländer sind hier relativ schwach beisammen. In Gotland niedriger Lebensstandard. Da sind sie sogar unten in Afrika jetzt schon wieder besser drauf. Nur durch das eine Hirsefeld. Okay. Aber ist in Ordnung. Und hier haben wir auch gleich wieder Hirsefeld fertig. Und dann werden Tabakplantagen gebaut. Okay, aber weiter geht's. Lass mal weiterlaufen. In einer Woche. Ist hier das Hirsefeld aufgewertet, jetzt schon auf 3. Bessemer-Verfahren breitet sich aus. Und so wie es jetzt ausschaut, haben wir dann genügend. Und auch natürlich, was wichtig ist, für den Bereich 15.000 Leute. Kann nicht voll besetzt werden, aber wird sicherlich noch 15.000 Leute schon dabei, die hier Arbeit haben und Geld verdienen. Wenn natürlich auch nicht ultra viel. So, was ist da los? Denken und handeln. Ja, da würde ich jetzt sagen, zu den Soldaten, tut, was ihr am besten könnt, Soldaten, und befolgt Befehle. Ja, wir haben es hier absichtlich rausgenommen, weil die gegen alles sind, mehr oder weniger. Okay. Getreide ist jetzt mittlerweile eher bei den günstigen Waren. Jetzt kommen wir die Tabakplantagen und dann Kaffee. Cool. Jetzt gibt es dann wieder Fische. Man sieht hier auch oben, Fische fehlen. Jetzt mal ein bisschen warten. Fische fehlen. Und da war es dann sicherlich nicht schlecht, hier gleich einmal Fischereianleger zu bauen. Bleiben wir mal hier beim Einfachen. Gekühlt. Na gut, so weit sind wir hier noch nicht. Lassen wir hier mal auf Einfach. Und weil so viel braucht man nicht.
So, dann schauen wir mal auf den Markt. Okay, Schraubenfregatten freigeschaltet. Okay. Mit den Schiffswerften gibt es was Neues. Aber da schaut es jetzt schon mal gut aus. Jetzt schauen wir hier mal. Stahl. Können wir Stahl importieren? Ja, können wir natürlich. Ja, mal Stahl importieren. Das ist ja dann vielleicht auch nicht ganz schlecht. Und jetzt schauen wir mal hier bei den Schiffswerften. Das ist ja ein Hafen. Haben wir überhaupt Schiffswerften? Oder wie kann man sich... Wie kann man an Schiffswerften? Okay, jetzt hat sich das schon ganz schön erweitert hier. Ah, Färbemittel bekommen wir auch. Ja, ist ja klasse. Okay. Schauen wir mal. Schiffswerften. In Norrland. In Norrland haben wir Schiffswerften. Ach da. Da sieht man schon. Okay. Oh, Motoren. Hartholz wäre in Ordnung gewesen. Da gibt es dann mehr Klipper. Ja, kann man das tatsächlich nicht machen. Schade. So, eine Woche. Die Woche ist durch. Hydraulikkräne. Zwei haben wir schon. Was ist da los? Verlust des Machtrangs. Wir haben zu wenig Prestige, um den Rang Mittelmacht zu halten. Wir hätten in 33 Tagen eine Kleinmacht, wenn sich der Stand nicht erholt. Wir brauchen 106 Prestige und haben derzeit 107. Okay. Wir können mehr Prestige erfahren, indem wir das Bruttoinlandsprodukt unserer Nation erhöhen. Okay. Ja, weil wir hier wieder im Minus sind. Dann werden wir als allererstes einmal pausieren, würde ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Nee, nicht ganz. Dann würden wir zur Kleinmacht werden. Eventuell ja dann nochmal Kasernen, haben wir gesagt. Ist ja mal hier schnell. Auf 4 Wochen. Vielleicht bringt das schon mal was. Armee.
Protektion. Das ist 3. Dann stellen wir vielleicht mal so zurück. Okay, eine Woche noch. Schaut's aus. Muss natürlich erst einmal die Leute eingestellt werden. Der Politiker ist gestorben. Dauert ja ewig. Dauert ja ewig. So, was haben wir hier? Stahl. Stahl ist knapp. Schauen wir hier nochmal beim Stahl rein. Holen wir uns hier aus Österreich auch noch ein bisschen Stahl. Und eine Waffenfabrik, glaube ich, haben wir ja nicht. Ah ja, doch. Haben wir. Okay, da können wir noch nichts verbessern. Handfeuerwaffen. Können wir uns vielleicht mal ein paar holen. Kann eventuell auch nicht schaden. Ja, es dauert hier wirklich ewig. Bis das hier, bis sich da was tut. Hoffe ich mal, dass die 250 Tage, ja, die werden schon reichen. So, zwischenzeitlich schauen wir nochmal bei den Bauvorhaben rein. Okay, da haben wir jetzt das auf jeden Fall fertig. Die zwei. Und jetzt können wir mal wieder stoppen. Oh, da haben sie jetzt schon viel. Viele, viele ist gut, schöne Sachen. Bananenplantagen. Müsste sich doch auf den BIP auswirken. Genau, es wirkt sich auch aus. Okay, da haben wir nur dieses mini kleine Eck da. Obwohl. Wird wahrscheinlich alles komplett mit dazugehören. Port Harcourt.
Okay. Schauen wir mal, da gibt's keine Kurve. Ja, schon wieder Stahl. Das ist inaktiv. Natürlich dementsprechend noch mal rausnehmen. Ja, dann kann man halt nichts machen. Da werden wir wieder zur kleinen Kleinmacht. Ja, Tabak ist jetzt hier noch ultra teuer. Aber wird natürlich bald günstig werden. Der Popverbrauch, genau. Die Leute verlangen nach Tabakwaren. Und das ist hier wirklich schon mal eine ziemlich teure Angelegenheit. Sogar eine Kunsthochschule basteln. Okay, hat nichts gebracht. Jetzt haben wir sogar. Wir brauchen 108 und haben derzeit 108. Okay. Wahrscheinlich brauchen wir eins mehr, 109 dann. Marktzugriff. Was es nicht alles gibt. Und vielleicht gibt es doch auch noch eine Möglichkeit. Norwegen ist ja unsere Marionette. Was könnte man hier? Was könnte man hier machen? Vielleicht Norwegen wäre schon gut, die gleich mit einzugliedern. Sind weniger als einvernehmlich. Die wollen nicht. Vor allem bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das hier was bringen wird.
oder ob man es überhaupt kann. Sich ein Land, die schauen wir mal, ob es hier irgendwas gibt. Okay, intellektuell. Einvernehmlich. Nicht verfügbare. Können anscheinend wirklich nichts machen. Verteidigungspakt Portugal. Naja, warum nicht? Jetzt brauchen wir schon 110, es werden immer mehr. Wo haben wir denn hier wieder Prestige? Stop me. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber immerhin, Moment, muss ich mal hier nochmal reinschauen. Da haben wir ja gestoppt, meine Jackets ewig weiterlaufen lassen können. Die wollen jetzt hier eine Kunsthochschule bauen. Ja, warum nicht? Und da gleich nochmal in der Kunsthochschule. Also, ob das natürlich so toll ist. Und hier noch 1200 Tage, bis das zu uns gehört. Hauptstadt Calabar. Okay, müssen wir da drauf. Ja, Kaffeeplantagen laufen auch gut. Okay, und die Schweden brauchen auch selber hier immer mehr Kaffee. Da schauen wir doch einmal gleich, wie es mit dem Tabak ausschaut. Moment, sind wir hier richtig? Genau, da haben wir es jetzt erfüllt und dementsprechend sinkt auch der Preis. Rauschmittel. Jo, prima. Okay, aber jetzt kann ich wirklich stoppen. Dann beenden wir mal wieder diese Folge und ich bin schon sehr gespannt in der nächsten Folge, wie es hier mit unserem Schweden weitergeht. Vielleicht könnte man uns nochmal überlegen oder nochmal schauen, ob wir noch was kolonisieren können. Das wäre vielleicht mal nicht schlecht. Okay, ich jedenfalls danke euch fürs Zuschauen, wünsche noch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.